Hallo und herzlich willkommen, liebe Zockerfreunde, zu einer weiteren Folge ETS. Und wie ihr seht, es ist ein bisschen Schnee. Es ist ein bisschen Schnee. Ein bisschen fucking Schnee. Denn ich dachte mir so, wir haben ja jetzt schon Januar und habe ich eigentlich schon eine Neujahrsansprache gemacht? So, what the fuck? Wieso lenkt er sich auf einmal so extremely? Ich glaube, ich habe an der Sensitivität rumgeeiert. Ich sollte das nicht tun. Ich sollte überhaupt nicht dran rumspielen. Oh mein Gott, nein. Ich weiß, was das Problem ist. Es ist bestimmt wieder Lenkrad irgendwie eingestellt. Es spackte vorhin auch gerade schon wieder rum. Ja, es ist wieder Lenkrad eingestellt. Ich muss Gamepad einstellen. Und dann läuft das auch wieder. Ja, jetzt läuft das wieder easy. Jetzt läuft das wieder easy. Wir können auch Warnblink, wir können die Rundumleuchten auch wieder ausmachen, denn wir haben ja nur leere Paletten, die wir nach meinem Urlaubsort hinfliegen. Und wer es noch nicht rausgefunden hat, hier beginnt jetzt gleich ein wenig Glatteis. Oh, ich weiß nicht, hat man es gerade gehört? Ich versuch's nochmal so ein bisschen. Hörte man, dass es quietschen tut? Also. Ja, man hat es, glaube ich, so ein bisschen gehört. So. Oder so, ne? Also, war schon ganz cool. Ja, ich habe mal kurz den Wintermod reingeschmissen und dachte mir so: Was? Wir haben ja jetzt Januar und. Ach so, ja, falls ich noch nicht gesagt habe: Happy New Year! Happy New Year. Herzlichen Glückwunsch an alle, die 2016 miterlebt haben. Und ja, deswegen, ja, Happy New Year. Und herzlich willkommen in 2016. Und herzlichen Glückwunsch an alle neuen Abonnenten. Ist ja mal schlagartig einfach mal nach oben gerasselt. Keine Ahnung, ich habe nichts gemacht. Es liegt bestimmt schon wieder an der absolut geilen, an den absolut geilen Start, oh, ich kann ja doch dranbleiben, an den absolut geilen Start der Karriere mit dem Hamburger Sportverein in die zweite Saison. Wir sind wieder in den Transfervorbereitungen und ja, jetzt geht es wieder darum, ich hatte ja einfach mal so just for fun so Embolo vorgeschlagen, ja, für Chiplock. Und ja, what the fuck, Alter, das dürfte richtig interessant werden, aber echt krass, hätte ich nicht mit gedacht, viele oder so einige meinen ja so, nee, nimm mal nicht Embolo, der ist einfach zu Mainstream. So, da dachte ich mir so, was? Das ist ja mal richtig nice, also dass welche sagen so, nee, ist zu Mainstream, habe ich bis jetzt noch nicht mitbekommen. Aber hey, ist ja mal auch was, was Geiles und so, ne? Was wollte ich noch sagen? Ja, auf jeden Fall super viele Abos dazu gekommen. Ich versuche jetzt natürlich mein Ziel auf die 1000 so schnell wie möglich zu kommen. Und ja, das ist halt mal so richtig geil. Und jetzt bin ich gerade aus dem Konzept gekommen. Weil mich das nervt, dass wenn ich jetzt hier aufnehme und die Leute das im Steam sehen, dass ich ETS zocke und ich zocke halt gar nicht mehr ETS privat, dass sie mich denn trotzdem anschreiben. Ja, das ist mir oft nice. Nee, aber wir sollten, glaube ich, nochmal rasten, oder? Ich muss jetzt gerade mal checken. Scheiße, wir nehmen die nächste Ausfahrt, denn ich kann jetzt gerade überhaupt nicht F7 drücken. Jetzt könnte ich mal F7 drücken. Nächste Pause erst in 4 Stunden. Was? Das geht. Das halten wir noch locker durch. Unser Tank ist. Ich glaube, Geld bedeutet, dass wir voll sind, ne? Ich glaube, wir haben nur noch. Oh, wir sind wieder ein bisschen zu fix. Zu fix. Wir sind gute Dinge. Wir sind gute Dinge. Italien, Innsbruck. Ey, wir müssen hier abbiegen. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so ein bisschen Silvester und das Neujahr erlebt habt. Seid ihr gut reingerutscht? Habt ihr euch irgendwas gebrochen? Vielleicht das Genick? Okay, wenn ihr euch das Genick gebrochen habt, dann schreibt ihr bestimmt das hier nicht mehr rein. Aber vielleicht seid ihr auch gut reingerutscht. Falls die Frage gleich mal vorweg kommt, ja, ich bin gut reingerutscht. Und ja, perfekt die Kurve noch gekriegt. Und ja, ich bin perfekt reingerutscht. Länger als ich eigentlich wollte.
Ich hatte eigentlich noch ganz kurz mit Family so bis 2 noch gefeiert, war dann auf dem Heimweg und wurde dann einfach vom Kumpel mal kurzerhand angeschrieben und sagte so, ey, willst du nicht noch vorbeikommen? Und ich so nur ja, kurz, denn ich muss gleich, also, naja, was heißt gleich, ich musste am gleichen Tag noch eine 12-Stunden-Schicht hinterschieben und da wollte ich eigentlich dann nicht so lange machen. Und das Ende vom Lied ist, dass ich so gegen 6:30 erst nach Hause getorkelt bin. Also nicht voll, aber es war einfach viel zu spät. Und ich war nachher aber schon wieder um kurz vor 12 wach. Das hat mich richtig angekotzt. Das hat mich richtig angekotzt. Aber ich habe die 12-Stunden-Schicht gut überstanden. War alles tipptopp gewesen. Und ja, ich sehe schon wieder, dass ich mit F7, glaube ich, schon wieder mein Dings ausgemacht habe. Ah, mein Aufnahme-Overlay. Ach, was blink ich denn jetzt hier? Oh, wir hätten eigentlich die andere Ding nehmen müssen. Ah, ist ja scheißegal hier. Komm, wir müssen jetzt 61 Euro zahlen, Alter. Womit habe ich jetzt schon wieder mein... Ich glaube mit F4? Nein, mit F4 habe ich es nicht ausgemacht. What the fuck, Alter? Mit was habe ich jetzt schon wieder mein Overlay aufgenommen? Nimm ich jetzt überhaupt auf? Das ist wieder mal eine gute Frage, Alter. Nicht, dass ich jetzt hier noch irgendwie laber und laber und nachher gar nichts aufnehme. Ich glaube, ich muss mal F9 drücken, um es wieder anzumachen. Gedrückt, nichts passiert. Gedrückt, nichts passiert. F8, keine Kurznachrichten. Auch nicht. Nehme ich überhaupt noch auf, ist die gute Frage. Deswegen müssen wir mal ganz kurz anhalten hier. Und ganz kurz gucken, womit ich das jetzt wieder ankriege. What the fuck, Gott. Ah, mit F6. Mit F6. Ich nehme noch auf. Wunderbar. 7 Minuten schon aufgenommen. Sorry, guys. Sorry, guys. Hallo, ich möchte wieder rauf. Hält mal jemand an. What the fuck, Alter. Hallo. Hält mal jetzt jemand an. Kommt mal jetzt keine. Alter, ich will hier wieder rauf, Junge. So, jetzt flattert. Ich muss hier wieder rauf. Das ist ja mal der Oberburner. Ich musste auch tatsächlich, ich habe jetzt die neue Nvidia-Grafikkarte drin, 970, und habe dann einfach mal die Dings genommen, die Nvidia-Einstellung. Und die haben natürlich alles gleich hochgeknallt, ne? Auf 400 und alles auf Ultra und so. Nur das Problem ist, wenn ich dann auch noch aufnehme, dann geht das echt drastisch runter. Ich habe jetzt sogar, ich habe das jetzt, zwei, drei Dinge habe ich von Ultra auf nur hoch gemacht und wieder von 400 auf 300. Aber trotzdem, bei der Masse jetzt und den Lichtverhältnissen komme ich wieder runter auf 27 FPS, Alter. Was für ein fucking geiles Game ist das, ne? Also richtig pornorös oder so. Wenn es ist auch mega Traffic. Ich glaube, in der neuen TSM-Map haben sie den Traffic echt extrem erhöht. Aber ich finde es gut. Ich finde es einfach gut, weil es sich einfach viel authentischer anfühlt, ja? Okay, dass jetzt um die Uhrzeit, um 5 Uhr morgens hier, am Donnerstag, so viele, oh 30, ist vielleicht nicht ganz so authentisch. Aber es ist einfach geiler, weil sonst, das ist, und das habe ich ja leider noch die ganze Zeit an dem Multiplayer-Mod so ätzend gefunden. Gut, ich soll mein Ticket gut aufbewahren. Dass es halt keine Autos und Busse und sowas alles gab und sich dieses Spiel halt einfach unheimlich generisch angefühlt hat und einfach leer. Einfach oldschool-mäßig leer. So, und das muss ja heutzutage nicht sein. Ich weiß nicht, wieso sie es nicht hinbekommen, aber sie bekommen es einfach nicht hin. So, Verona, Italien. Wir müssen weiter geradeaus. Ich muss mal gucken, ob wir hier noch weiter irgendwie noch geradeaus kommen auf der Spur oder ob ich links abbiegen muss. Auf jeden Fall, was ich auch noch sagen wollte, ja, heute nach dem Video, also um 16 Uhr kommt dieses Video, das nehme ich am gleichen Tag auf. Und
Hiernach um 17 Uhr seht ihr das erste Spiel unseres neuen Projektes. Oder ist ja eigentlich nicht unser Projekt, wir machen nur mit dabei. Bei Shooto LPs YouTube Pro Club Liga. Was für ein geiler Name, ne? Es ist richtig, 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 richtig geil. Und von daher, wird richtig geil. Wir sind eine Liga mit Pro Clubs und wir haben das letztes Jahr schon gemacht, aber es hat sich irgendwie, ja, es ist ziemlich viel schief gegangen und war irgendwie schade. Es war frühzeitig zu Ende gewesen. Und wir versuchen dieses Jahr, wir haben dieses Jahr jetzt erst angefangen und wir versuchen, das so geil wie möglich zu machen. Und wir haben schon zwei Spiele aufgenommen am Sonntag. Wir nehmen immer sonntags auf und dann kommen immer die Folge am Dienstag und am Donnerstag. Ihr könnt diese Folgen jeweils immer auf die jeweiligen Kanäle sehen. Wir verlinken natürlich dann auch auf den anderen Kanal. Also sprich, wir haben jetzt, unser erstes Spiel war gegen Abgezockt. Und den Link zu dem YouTube-Kanal zu Abgezockt findet ihr dann natürlich auch in der Videobeschreibung. Auch den Link zu Shooto. Alter, 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 Alter. Und jetzt bin ich voll aus dem Rhythmus rausgekommen, weil ich voll auf den Bordstein geknallt bin. Jetzt muss ich erstmal wieder rechts rüber, sonst macht der hier wieder keinen Sinn. Und ihr findet auf jeden Fall auch immer den Link zu dem jeweiligen Kanal, gegen den wir spielen und so. Das, ich hoffe dir natürlich auch, wir hatten das eigentlich in dem Gespräch natürlich auch gesagt, dass das, glaube ich, jeder machen möchte. Und ich hoffe natürlich, dass die anderen das auch machen, weil so pusht man sich halt gegenseitig noch so ein bisschen. Ne? Jeder kann dann bei dem anderen noch ein bisschen mit dazuschauen, vielleicht gewinnt der ein oder andere dadurch ja auch noch ein paar neue Abonnenten. Natürlich habe ich hier wieder einen Unfall verursacht. Das ist natürlich wieder so der Negativeffekt, wenn einfach der Traffic so übelst hoch ist. Ja, vielleicht sollte ich ihn auch manuell einfach ein bisschen runterschalten. Habe ich ihn vielleicht, hat er die NVIDIA-Einstellung vielleicht den Traffic auch so hoch geschaltet? Ich weiß es gerade nicht. Und wir haben jetzt gerade ein Überholverbot in der Kurve. Und wir ignorieren das einfach mal. Was? Alter, was bremst du denn hier? War da wieder eine Geschwindigkeitsbegrenzung? Oh, wir dürfen nur 60 fahren. Okay. Wir gehen wieder auf die rechte Seite. Polizeiautos fehlen einfach noch, ne? Was da? Was stand da auf dem Dings? Ich konnte es gerade nicht lesen. Die übelst engen Kurven hier. Saugeil. Saugeil. So, wir sind gleich bei einer Viertelstunde und ich denke, wir gehen jetzt mal die nächste Raststätte an. Und ich hoffe, ihr schaut auch fleißig die Folgen mit. Also wie gesagt, heute, dienstags immer um 17 Uhr, eine Pro Club Liga Spiel und am Donnerstag zu einer ungewohnten Zeit. Wir haben die Zeit noch nur vorgegeben bekommen, um 12 Uhr. Um 12 Uhr seht ihr dann die zweite Folge. Und da mussten wir dann auch gleich gegen Shooto ran. Gegen seinen LP All-Stars. So hat er seinen Pro Club genannt. Und wir heißen dieses Jahr Zocker Lions. Genau, ich muss jetzt gerade überlegen, war es Lions Zocker? Nee, Zocker Lions. Wie hießen Zocker Lions? Gott, ich muss das selbst überlegen. Alter Schwede. Wie heftig. Es ist 7.15 Uhr und es ist immer noch dunkel. Es ist richtig schlimm. Und ich komme immer nicht aus dem Knick. Wenn ich einmal gebremst habe, Veneto, wenn ich einmal gebremst habe, oh, wir haben schon wieder Überholverbot hier. Wenn ich einmal fucking bremst habe, dann ist erstmal der Dampf raus. Der Dampf, der Dampf, der Dampf. Ich bin schon gespannt, wie wir jetzt die FIFA-Karriere noch weitermachen. Denn wir gehen ja in der zweiten Saison, haben wir, das wolltet ihr ja, das wolltet ihr ja so, dass wir dann mal auf Weltklasse denn auch spielen. Kann ich auch irgendwo nachvollziehen, denn wir haben in der ersten Saison mit dem ersten Kader und alles, was wir so ein bisschen gemacht haben, da wird jemand müde. Oh. Gleich fallen uns die Augen zu. Oh, shit. In der ersten Saison sind wir gleich irgendwie Zweiter geworden und haben DFB-Pokal gewonnen.
ist schon ganz crazy. Deswegen kann ich das schon ganz gut verstehen, dass wir jetzt mal auf Weltklasse spielen. Meine Befürchtung ist natürlich einfach, dass wir übelst abgefrackt werden. Aber das hat natürlich auch ein Gutes. Vielleicht spielen wir dann mal auch wieder realistisch. Relegationsspiel. Meine Güte. Schweres Wort. Schweres Wort. Wir sollten jetzt auf jeden Fall mal überholen. Verpiesel dich da hinten. Ja, ich habe dich angestupst, ist mir egal. Ich habe keine Dings bekommen, Alter. Und weil das nicht meine Schuld ist. Wir müssen nicht links abfahren nach Verona. Alter Schwede. Ich hasse this guy. Voll Noob, Alter. Ich muss es einfach machen, glaube ich, wenn ich aufnehme, dass ich dann einfach mal mich unsichtbar mache. Damit ich nicht von solchen Noobs dann noch gestört werde. Das ist ja echt noobig, Alter. So, wo bleibt jetzt bitte schön die nächste Raststätte, Alter? Alter Schwede. Ich sage nie zu viel, Alter. Das sollte euch mal aufgefallen sein. Ich sage das immer nur sehr, sehr selten. So, Torino, Milano. Nein, wir wollen nach Kalabrien. Oh, oh, unser Bett ist von blau auf rot gegangen. Das ist not so good. Not so good, sag ich dir. Not so good. Jetzt brauchen wir aber wirklich übelst schnell eine Raststätte. Es müsste jetzt aber auch gleich eine kommen. Eigentlich kommt, das ist, kennt ihr das? Ihr fahrt so schön mit dem Auto, auch eine Tankstelle. Nee, das schaffen wir noch. Und dann kommt keine Tankstelle mehr und die Warnblinkanlage geht schon auf Dauerbetrieb. Ja, und ihr so, Puls geht 3000, Alter. Oh, Alter, geht gut los hier, geht gut los. Schaden 4%, ja natürlich. Wieso geht die denn auch auf einmal von dreispurig auf zweispurig? Was soll der Scheiß? Aber die Sonne geht in Italien auf. Sie werden müde. Finden Sie eine Parkmöglichkeit, um zu schlafen, glaube ich. Wie hieß das, ne? Wir haben schon 4% Schaden an unserem verdammten Container. Das gibt übelst Minus in der Provision. Und das ist richtig scheiße. Ich glaube, die Provision war irgendwie 51.000. Ich denke, wenn wir noch schlimmer fahren, dann sind wir nur noch bei 30.000. Oh, Tankstelle, Tankstelle, 1000 Kilometer. Komm, dann ziehen wir jetzt hier rüber. Und dann go, Alter. Wir müssen bloß aufpassen, dass er nicht schon wieder einschläft. Ich glaube, jetzt am Anfang ist das nur so ein ganz kleiner Schaf. Schaf? Ist es ein kleines Schaf? Ein Schäfchen. Zwei Schäfchen, drei Schäfchen, gar kein Schäfchen mehr, so meine Augen zu. Und ja, wir haben es noch so gut geschafft. Tanken brauchen wir nicht. Deswegen brauchen wir auch nicht rechts rüber, sondern können gleich hier die Fahrt nehmen. Oh, wir ziehen hier mal gleich mal rauf. Volle Kanne. Ey, perfekt, das war das. Das war. Hallo? Wieso kommt jetzt hier kein E? Ach, jetzt kommt ein E. Wunderbar. Ich würde sagen, das war mal eine geile Folge. Ihr habt viele Infos bekommen. Wir haben viel geil gemacht. Und ich würde sagen, ich sag mal, gutes Nächtle und bye bye. Wir sehen uns nachher hoffentlich in der ersten Folge mit Schutus LP Liga. Punkt Liga. Mann, was für ein Wort. Tschüss. Ich sollte noch Eingabe drücken.